Baby wird immer beschissener gerade. Der Monetary Assistant hat mehr Spaß gemacht. Das ging nur 2 Stunden. Dieses verfickte, ekelhaft geschriebene Lied anhören. So lang, bis ein beschissenes Auge rausklappt. Und dann sowas. Entwickler, du bist scheiße. Ich mir lieber mein Arschloch. 80 Mal hintereinander. So spaßiger. Oder meine Augen am besten. Gleich in meine Augen. Selbst das ist spaßiger. Lauf den Weg ja gerne 80 Mal. Bin schon wieder hier. Werden die Augen eigentlich gespeichert? Ja, genau. Schade, ob man ein Foto von ihm hat. Ja.
Plopp, tot. Boah, verpiss dich. Sieh von meinem Gesicht ab, wie viel Spaß das macht. Boah, ich bin so froh, wenn ich da raus bin. Habe ich das scheiß Auge noch? Ja, Gott sei Dank. So Grandma wasn't sick at all. This thing is what really killed her. Wenn ich jetzt wieder sicher, muss ich mich nicht wieder retten lassen. Ich hab zwar immer noch keine Ahnung, woher der jetzt den Code hat. Aber hey. Der vor allem nicht stimmt. Geht nicht.
Andere Codes oder was? Rumprobieren. Ich habe zwei Fotos verpasst. Gut, keine Ahnung, was es war. Schön, dass man Sachen verpassen kann, die man zum essentiellen Durchspielen braucht. Das ist echt cool. Da hängt es so. Bevor ich es vergesse. Luca ist voll süß. Es muss ja passen. Mal hock dich jetzt hin. Wir wollen hier alle nach Hause.
Er lebt noch, er sieht noch alles um sich herum. Bitte lächeln. Das Bild einfach größer ist als die anderen. Obwohl es aus derselben Kamera stammt. Alexis, lass es sein. Mach keine Horrorspiele. Und was hat das jetzt alles gebracht? Jetzt sind wir selber tot. Na endlich, du sagst es. Hätte ich ja heute doch lieber Alice Madness und Turns angefangen. Ich weiß schon, warum ich Madison so lange rausgezogen habe. Das war mein inneres Bauchgefühl. Gut, dass ich kein Geld ausgegeben habe. Ich glaube auch, was echt an dieser war. Ich dachte eigentlich, das wäre so geil wie Layers of Fear. Weil jeder geschrieben hat, boah, ich kann Layers of Fear Konkurrenz machen. Da macht er Fair Street die drei Teile auf Netflix gegen eher Konkurrenz. Und die waren beschissen. Und die Grüße habe ich mir auch nicht. Ich habe mich nur öfter erschreckt. Mega laut. Und Jumpscare. Und anfangs war es ja echt gut. Bis auf das ewig lange Suchen und alles. Als dann das erste Mal hier puff, puh, puh, ab dem Keller, war es gut. Dachte ich mir, okay, es könnte ja doch was werden. Ja. Ihr habt ja gesehen, wo es hinführt. Zu Frustration und Nerven. Hase, Schnauze. Nervenfaden reißen. Aber dieses Fiepen auch immer. Fiepen? Ach, wenn der Kopfschmerzen hatte. Oder? Dieses. Also, ich muss sagen, Madison war scheiße. Anfangskonzept okay.
Wobei, ich muss als Pro geben, man hat wirklich nicht wegrennen müssen. Weil wenn dieser Blue Knees Heini dich erwischt hat, dann warst du eh tot. Aber ja, nein. Rätsel an der Logik komplett vorbei. Ich meine, Rätsel in Spielen haben nie wirklich große Logik. Aber die waren einfach von einer anderen Welt. Dann das endlose Hin- und Hergerenne, nur weil du einen fucking Platz in deinem scheiß Rucksack-Slot brauchst. Anstatt dass sie wie bei der Crowbar unten einfach schnell so ein Teil hinhocken oder es einfach ganz lassen. Dann einfach null Minimü-Tipps, was du machen musst. Nur nichtssagende Aussagen. Also.